illegale Migration setzt sich ja weiter fort. In den ersten 5 Monaten des Jahres haben wir doppelt so viele Migranten, die Europa über die zentrale Mittelmeerroute erreichen. 2050 hat sich nicht nur nicht wiederholt, sondern eigentlich verstetigt. Und dazu hat die Bundesregierung ja auch Dinge wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Chancen- und Aufenthaltsrecht, die freiwilligen Aufnahmeprogramme, UNHCR, Resettlement etc. und ein erleichtertes Einbürgerungsverfahren auf den Weg gebracht. Was meinen Sie, will die Bundesregierung die Entwicklung von Deutschland zum zweitgrößten Einwanderungsland quantitativ auf die Spitze treiben? Ja, um es ganz kurz und bündig zu sagen. Das glaube ich schon. Ja. Also 2015 wurden die Grenzen einfach geöffnet für jedermann. Sie konnten sogar ohne Papiere nach Deutschland kommen. Der Strom, der ist ja nicht abgerissen. Also was wir hier betreiben, ist ja absolut verantwortungslos, auch gegenüber der Bevölkerung. Wir wissen ja gar nicht, wer bei uns ist. Und wenn man sich auch die ganzen Studienergebnisse und Bücher so von Migrationsforschern mal durchliest, Stichwort Collier, das kann ich wirklich nur jedem Politiker empfehlen, was da eigentlich passiert. Also wenn eine Gesellschaft überlastet wird mit Migranten, also wenn die Diaspora zu groß wird, die Bildung von Parallelgesellschaften und. Das Ergebnis davon ist das, was wir gerade in Frankreich beispielsweise sehen, hier in Deutschland die hohe Kriminalitätsbelastung von diesen Leuten, die zu uns gekommen sind. Ich meine, das ist ja aus der PKS ersichtlich, dass die Kriminalitätsbelastung von Menschen aus vor allen Dingen aus dem Nahen Osten und Afrika also deutlich höher ist als von der einheimischen Bevölkerung oder beispielsweise von Asiaten. Darüber müssen wir reden. Und diese unverantwortliche, das noch als Abschluss, diese unverantwortliche Migrationspolitik, die darf gar nicht mehr weiter betrieben werden. Sie müssen da wirklich jetzt einen Riegel vorschieben, weil wir das sonst gar nicht mehr eingebremst bekommen. Und noch ein Wort zu diesem lächerlichen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Anstatt mal in vernünftige Bildungseinrichtungen zu investieren und auch eine vernünftige Familienpolitik zu fördern. So, ich meine, es ist ja heutzutage viel zu teuer. Das hören Sie permanent so von jungen Paaren, es ist zu teuer, um Kinder zu haben. Ja, das ist doch seit Jahrzehnten bekannt. So, und darum sind wir auch als AfD im Familiensplitting-Modell. Also das heißt, also in Abhängigkeit zur Kinderzahl, Einkommensteuersenkung. Da meinen Sie mal, wie da plötzlich auch, ich sag jetzt mal, so von Leistungsträgern, die Steuern zahlen, auch Familien gegründet werden, wenn sie nachher hinten raus eine vernünftige Einkommensteuerentlastung haben. Mhm. So, das müsste doch alles gemacht werden. Also investiert in eine vernünftige Familienpolitik und auch Bildungspolitik. Und das, was hier zu uns kommt, das sind ja keine ausgebildeten Leute. Wir sind als Standort, Sie haben über Standortfaktoren gesprochen, völlig unattraktiv für ausländische, hochqualifizierte Menschen aufgrund der hohen Steuersätze, aufgrund der Sprachfähigkeit, aber auch aufgrund der hohen Kriminalitätsbelastung. Wir sind im internationalen Wettbewerb schon lange abgehängt. Nur die Leute hier, die haben es doch gar nicht verstanden, vor allem unsere Regierung nicht.